Hallo, ich bin der Igel, wir spielen Factorio. Und das letzte Mal haben wir uns da oben an dieser blöden Basis den, ja, uns ein bisschen den Arsch aufgerissen dran. Und haben nichts gerissen. Ist aber nicht schlimm. Oh Gott, ich Hauptsache, dass die Kohle reicht. Ja, das sieht nämlich gar nicht gut aus. Wir müssen unbedingt mal gucken, ob wir noch irgendwo Kohle herbekommen. Da unten ist Kohle, sehe ich gerade. Ja, ach, das wollten wir mit den Zügen machen. Es ist gerade ein neuer Patch draußen, der allerdings die Kosten für die, nam nam nam. Ach, guck mal. Wir können eigentlich das Ding schon mal anschließen langsam. Achso, wir wollten... Ach ja. Also wir wollten den Tank machen, sofern das fertig geforscht ist. Und wir wollten aber auf jeden Fall mal rote Knickarmroboter herstellen, damit das da auch fertig wird mal endlich. Rote Knickarmroboter brauchen Eisenzahnrad, Eisenplatte und Knickarmroboter. Ach, und wir brauchen nicht ewig viele davon. Ich überlege gerade, ob ich das einfach per Anfliegkisten mache hier im Endeffekt. Ich glaube, das mache ich auch. Wir haben gerade nicht genug Zeug dafür. Und zack, zack. Und das sieht irgendwie gar nicht gut aus, was die elektrischen Schaltkreise angeht. Was ist denn da los? Habe ich den irgendwie festhängen lassen oder ist einfach die Produktion zu klein? So, gucken wir mal. Kein Kupfer kommt an. Zu wenig Kupferproduktion anscheinend. Und warum? Weil kein Kupfer mehr ankommt. Ja, beziehungsweise doch, es kommt noch Kupfer an. Wo greifen sie denn an? Hier vorne. Oh oh. Hä? Muss irgendein Gegner sein. Geil, hat er uns einfach kaputt gemacht. So, wir haben doch bestimmt irgendwie Lasertürme dabei, oder? Warum stehen hier noch keine? Meine Fresse, greifen mich hier an, keiner ist da. Okay, also, ja, das sieht irgendwie... Fühlt sich das jetzt auch mal langsam wieder auf? Es kommt auch einfach zu langsam rein, das ist das Problem. Okay, gut, Schrotpatronenplan und wir wollten den Panzer erforschen. Damit wir uns mal demnächst einen Panzer bauen können. Damit wir da oben Stress machen können, aber wir brauchen so viel noch dafür. Und ich würde gerne die zweite Eisending da anschließen, wobei eigentlich ist es mit Eisen voll. Also brauche ich die nicht unbedingt anschließen. Okay, gut. Da wir den Panzer aber erst erforschen. Ah doch, hier nee, ist Rakete. Ach! Was machen wir denn da jetzt? Oh, das ging super schnell. Okay. Okay. Okay, gut. Dann können wir mal Module erforschen, das ist relativ günstig. So, außerdem haben wir jetzt die Munition für den Panzer und die braucht Stahlträger, Kunststoffstange und Sprengstoff. Und Sprengstoff stellen wir im Moment noch nicht her, denn Sprengstoff braucht, müssen wir hier gucken, da ist er. Schwefel, Kohle und Wasser. Schwefel, Kohle und Wasser, ach du Scheiße, wo haben wir denn unsere... Da unten. Hui. Oh, da ist ja eine riesen Basis in der Nähe. Und wir haben hier bestimmt keine vernünftige Verteidigung, oder? Nee. Ich glaube, wir sollten vielleicht mal ein bisschen Verteidigung dazu... Ach nee, doch, wir haben hier ein bisschen Verteidigung. Trotzdem setzen wir mal ein bisschen was dazu. Nicht, dass wir da nochmal auf den Sack kriegen. Okay. So, ja, wir haben natürlich so den Schwefel so gemacht, dass wir da direkt reingreifen. Was natürlich nicht so super ist. Aber wir brauchen eigentlich nur ein bisschen extra... Oh, haben wir doch genug. Brauchen wir wohl nicht machen. So, das Schwefel... So, da haben wir das. Und wo haben wir Kohle? Da haben wir Kohle. Gut, dann machen wir erstmal eine kleine Kiste. Genau. Und hergestellt wird es in der Chemiefabrik wahrscheinlich? Ja. In der Chemiefabrik. Bauen wir eine Chemiefabrik. So, dann werden wir hier so in eine Chemiefabrik reingreifen. Und dann auch mit Wasser verbinden im Endeffekt. Ja, okay. Ja. Und dann müssten wir nur noch die Kohle herholen. Und davon haben wir ja eh genug. Also können wir die... Mann, Mann, Mann. Das geht ja alles super schnell teilweise. Machen wir mal Landmine. Werde ich niemals benutzen. Habe ich noch nie benutzt. Weil ich die irgendwie unnötig finde. Aber naja, gut. Okay. So. Und wieso kommt hier nichts an? Es fehlt Petroleumgas? Ja. Kommt nicht genug Petroleumgas an. Und zu wenig Petroleumgas. Sind die Dinge hier vollgelaufen oder was? Nee. Nee.
Hier füllt sich sogar langsam. Das kommt hier oben einfach wahrscheinlich schneller an, ne? Ja, hier läuft es langsam voll. Wenn auch nicht mega schnell, aber... Naja. Oh ja, ist super langsam. Ach, ich glaube, dann müssen wir das vielleicht doch noch ein bisschen anders machen. Und zwar hier wirklich... Ich glaube, ich brauche einen Roboport. Aber dann müsste ich... Ach du Scheiße. So, was fehlt uns denn hier? Anbieterkiste. Okay, was fehlt uns denn? Stahl. Lassen wir uns Stahl schon zufliegen? Eigentlich 100 Stück. Aber wir packen wahrscheinlich noch keinen Stahl in die Kisten. Deswegen, dass er wieder nicht reicht. Ach ja, ein Riesenstress ist das hier. Ich hatte auf die Uhr geguckt, habe jetzt aber vergessen, was drauf stand. Naja, gut. Okay, also eins nach dem anderen. Wir müssen jetzt irgendwie klarkommen. Hier ist die Stahlabführung. Hä? Ach Quatsch, hier ist die richtige Stahlzuführung. Okay. Und das läuft durch. Und läuft dann hier nach oben hoch. Okay. Ich müsste eigentlich mal... Hier werden Öfen noch hergestellt. Wie viele Öfen haben wir denn hier schon? Wow, ich habe nicht begrenzt. Das sollten wir lassen. Wenn Steine angefordert? Warum kommen hier keine Steine an? Ach doch, da kommen sie schon. Egal, okay, gut. Ja, das würde ich schon verbrauchen. Dann ist irgendwann das Ding voll. Okay, wir müssen irgendwann mal kurz Stahl abgreifen. Am besten noch so, am besten hier. Das ist, glaube ich, die beste Stelle für so eine Scheiße. Oh je, oh je, oh je. Wir haben viele Probleme. Das speichert einfach mal zwischendurch. Ach ja, also wie gesagt, es ist ein neuer Update draußen, das die Züge teurer gemacht hat. Es nervt mich total an, dass ich es nicht schaffe, hier irgendwie an Züge zu kommen. So, und dann Stahl. Okay, machen wir zwei Stacks rein hier. Und es füllt sich dann auch relativ schnell. Und dann kriegen wir nämlich auch selber welche, kriegen dann halt auch die Möglichkeit, diese Teile zu bauen. Ja, okay, und wir haben die Roboports anscheinend schon relativ weit nach unten da gebracht. Wir haben auch schon wieder drei in der Tüte. Ja, wenn du mal schaffst, da runterzulaufen, wäre es nicht schlecht. Ja. Was ist das denn da eigentlich? Ach, Öl, ich dachte gerade, da wären Gegner. Ja, das haben wir hier schon alles abgedeckt. Das ist einwandfrei, dass wir das gemacht haben. Mal da durch. Und jetzt können wir schon wieder zwei bauen. Die haben ja alles schon ein bisschen Schwefel hingelegt. Müssen wir natürlich begrenzen, dass es nicht zu viel wird. Ist ein bisschen blöd. Eigentlich wäre es besser, wenn wir jetzt mal die... ja, wir nehmen hier intelligente Knick am Roboter. 1, 2, 3, 4. Und, ersetzen die hier durch... Zack, zack und... genau, auf jeden Fall hier auf jeden Fall den Schwefel mal rein. Und das muss eigentlich eine Anforderungskiste werden. Da kommt auch der Stahl schon wieder. Eine davon brauchen wir. Und dann gucken wir mal. Ja, und jetzt muss ich auf jeden Fall die Grünen mal einstellen. Die sind jetzt im Logistiksystem und ich möchte das im ganzen Logistiksystem, weil sie sollen mir nicht die ganze Kiste vollgreifen. Ja, einfach weniger als, ja, 10 Schwefel in diesen Kisten ist. Okay, und solange weniger als 10 Schwefel sind, darfst du greifen. Zack, zack, zack. Und solange weniger als 10 Schwefel sind. Wir haben hier noch andere Sorgen, aber ich möchte jetzt erstmal diese blöde Basis da umwerken, damit wir endlich den blöden Bahnhof bauen können. Und deswegen brauchen wir Munition für den Panzer, damit wir... Ach ja, es hängt alles zusammen. Naja, okay, okay. Und die neue Anforderungskiste, genau. Und du forderst alles Schwefel an, was jemals auf diesem Planeten existiert hat. Und dann haben wir noch die Chemiefabrik gebaut, die wir hier anschließen. Und dann brauchen wir eigentlich nur noch hier reingreifen, die Kohle. Und dann können wir auch schon, eine Anbieterkiste bauen. Und auch wieder rausgreifen. Greifen wir so lang hier, wir brauchen eh noch Strom. Und zwar eine Anbieterkiste für das Zeug. Das machen wir auch mal begrenzen, weil das brauchen wir nicht ewig viel von. Und dann ein Strommast. Und dann let the hunt begin. Okay, und du sagst auch hier kleiner als 10. So, jetzt werden hier auch mal wenigstens ein paar ankommen. Und dann zack. Okay. Gut, das sieht nicht schlecht aus. Haben wir auf jeden Fall das schon mal erledigt. Ja, jetzt wird hier immer so ein Stückchen rausgegriffen, wenn mal was übrig ist. Aber naja, gut.
Auf jeden Fall, bis das mit dem Sprengstoff voll ist, das sollte eigentlich sogar relativ schnell gehen, weil wir machen damit immer jeweils einen Sprengstoff mit einem Schwefel, ein Cola, ein Wasser. Gut, also die anderen Anforderungen sind Kindergarten und das sind auf jeden Fall. Sind die jetzt im Logistiksystem? Die sind im Logistiksystem. Okay. Und dann brauchen wir Panzergranaten, Stahlträger, Urk, Kupferstange, Urk. Okay. Da sind die Kupferstangen. Und Stahlträger haben wir oben. Ja, ich glaube, da werden wir uns hier oben ein paar abgreifen, weil ich glaube, die haben wir noch nicht im Logistiksystem, oder habe ich? Habe ich Kupferstangen schon aufgenommen? Doch, Kupferstangen sind schon aufgenommen. Und Stahl mittlerweile auch vernünftig. Dann machen wir das irgendwie einfach so on the fly. Hier, wo ich es vorhin schon vorhatte, was hinzubauen. Hier wird irgendwas kaputt gemacht. Lasertürme. Und zwar wo? Ach, jetzt habe ich das blöde Ding am Weg. Ah, jetzt sehe ich nicht mehr, wo es kaputt gemacht wurde. Da unten wahrscheinlich, ja. Da müsste ich unbedingt die Roboports hinbauen, damit da auch alles repariert wird, weil sonst geht da langsam alles flöten und wird nicht ersetzt. Okay, ach so, wir forschen gar nicht. Das wäre eine coole Sache, ist aber viel zu teuer. Das auch zu teuer. Glaube ich zumindest nicht mehr, dass ich das noch habe. So, jetzt wollten wir erstmal das hier fertig machen. Lassen wir uns mal nicht ablenken. Und zwar Panzergranaten. Okay. Was ein Stress. So, wo sind meine blauen Knickarmroboter? Können ja alle verbraucht haben. Ich hatte eben gerade noch so viele. 35 habe ich da noch, genau. Okay, dann machen wir so und bauen dann noch eine davon und eine davon. Ja, jetzt machen wir viel dann über das Gefliege. Und jetzt, wo waren sie denn jetzt schon wieder? Ich finde die immer nicht. So, wenn man drüber fährt auf der rechten Seite, dann kann man sich anzeigen lassen, wo die sind. Auf jeden Fall, ja, jetzt habe ich das extra dahin gebaut, weil da Strom ist, aber ich brauche trotzdem zweiten Strom. Und du brauchst Sprengstoff. Anders brauchen wir den im Moment gar nicht. Also zieh dir her. Dann Eisenplatten. Nee, Stahl. Stahl. Ah, nicht so viel. 10. Und Kunststoff. Auch 10. Nehmen wir mit. Und dann müsste es auch schon losgehen. Okay, davon produzierst du immer, dass wir zwei Stacks über haben. Da kommt schon mal das Kunststoff. Da kommt ein bisschen Eisen. Ja, da waren sie wohl noch unterwegs. Das wollen wir nicht mehr haben hier. Und dann müsste auch gleich der Stahl kommen. Wenn der Stahl denn noch fließt ein bisschen. Ja, der fließt, aber. Ja, das geht. Da holen sie ihn auch schon. Und dann haben wir Panzergranaten. Okay, dann brauchen wir jetzt nur noch den Panzer bauen. Und dafür brauchen wir. Okay, Motoren. Motoren. Hatten wir die nicht mal angefordert? Sollte ich eigentlich, weil das ist nicht verkehrt, Motoren dabei zu haben. 50 Stück sagen, es müssen übertrieben, 30 reichen. Ah, ich glaube, da oben sind wir aber eh schon in dem Roboterkreis drin. Von der Seite aus wird das da, glaube ich, eh repariert. Ich hoffe doch mal, dass es da schon aufgenommen ist. Ja, alles drin. Wird alles automatisch repariert, ne? So eine kleine Linie, die nicht repariert wird, aber ich glaube, die ist unkritisch. Okay. Dann müssten wir jetzt gleich unser Zeug zugeflogen kriegen, wenn wir die denn überhaupt in das Ding aufgenommen haben. Ja, hier habe ich schon mal gesagt, das war Quatsch, was ich hier gemacht habe. Wir können hier mehr, sogar mehr herstellen. Aber, naja, gut. Es ist, glaube ich, trotzdem schnell genug von der Seite aus, whatever. Und hier ist passive Anbieterkiste. Und warum schicken sie mir nichts zu? Weil sie dumm sind. Dann nehmen wir mal alle mit hier. Ja, ich denke, das ist okay. Und dann können wir sogar zwei Panzer bauen. Und was ich gerne mache ist, ich baue mir gerne eine automatische. Haben wir eigentlich schon Kohle in unserem Netz aufgenommen? Ja, haben wir. Alles klar. Gut, ich bin mir nicht sicher bei allem so, deswegen. Und dann brauche ich zwei Anforderungskisten. Und dann mache ich hier unten meine Panzerbasis irgendwo. Also auf jeden Fall brauchen wir, haben wir davon welche dabei? Nope. Wieso? Ich habe doch angefordert. Nicht blind? Ich hab doch. Da unten sind sie doch, okay. Und was ist mit Toren? Habe ich Tore dabei? Nein. Okay. Gut. Macht nix. Dann machen wir hier unsere Panzerbasis. Kommen wir gut durch? Joa. 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 Okay, wie viel ist hier abgedeckt? Ah. Er ist ein bisschen knapp. Ach, dann planken wir hier noch einen runter, einen hin. Können wir eh ganz gut gebrauchen. Haben wir auch nämlich dieses kleine Stück hier noch abgedeckt. Zack. Strom daneben. Und außerdem ist hier alles schon mal ein bisschen geschützt.
Dann machen wir nämlich hier die Panzerbasis hin. Okay, und die sieht nämlich bei mir folgendermaßen aus. Relativ simpel. Wo sind jetzt schon wieder die blöden Wände? Da. Ich sie schon wieder woanders hingelegt habe, als ich wollte. So, machen wir die hier hin. So, okay. So. Okay. 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 Dann brauchen wir noch Tore. Habe ich gerade gebaut ein paar. Zack, 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 zack. Dann brauchen wir den Panzer. Den stellen wir ja hier hin. Und dann brauchen wir Anforderungskisten. Einmal. Zweimal. Eigentlich bräuchten wir sogar drei. Ja, es hat einen gewissen Grund, warum ich drei mache und nicht alles in eine fülle. Wir brauchen insgesamt drei Sachen für das Teil. Und zwar die normale Munition, also ganz vorne mache ich erstmal die fette Munition, die wir haben wollen, klar. Dahinter machen wir die, diese Munition. Und hier machen wir Kohle. Weil wir ja auch tanken müssen. So. Okay, die sind auch alle im Netz, alles klar. Und dann machen wir natürlich Befüller. Und damit auf jeden Fall nichts passieren kann, das mache ich immer so, mache ich so. Denn, so. Denn sonst fahre ich immer dagegen. So, eigentlich ist das jetzt also eigentlich ein bisschen, naja. Okay, wurscht, passt schon. Und wir brauchen auf jeden Fall noch ein paar Lasertürme. Denn das ist natürlich hier unsere Panzerbasis. Die muss man natürlich ein bisschen nach was aussehen. Ja, der Panzer muss hier nur halbwegs reinfahrbar sein. Das ist jetzt ein bisschen kleine sogar, aber sie erfüllt gerade meinen Zweck. Also will ich mich nicht beschweren. So, zack, zack. Zack. Zack, zack. Ja, ich weiß, nach hinten brauche ich die nicht. Das mache ich wirklich nur noch aus Optik. Normalerweise ist mir Optik ja egal, wie ihr wisst, aber ja, das ist ja blöd. Naja, gut, machen wir so. So, dass es irgendwie was halbwegs Symmetrisches hat. Und so. Okay. Die Kohle ist da. Jetzt können wir den Panzer nämlich zurückfahren. Naja, könnten wir, wenn wir die Kohle schon drin hätten. Brauche ich die halt rein. So. Und was wir auf jeden Fall brauchen noch ist Licht. Haben wir noch Licht über? Ja. Okay. Panzerbasen muss natürlich erleuchtet sein. So. Okay, und dann draußen vielleicht noch welche. Ah, da reicht die Reichweite nicht. Sieht ja doof aus jetzt. Gut. Und ihr seht, der Panzer wird vollgefüllt. Aber es hat einen Nachteil. Ich habe schon als Vorschlag eingereicht. Das Problem ist, wir haben noch einen Kofferraum. Und wenn der voll ist, hier die normalen Sachen beladen sind, dann lädt er halt den Kofferraum voll. Was halt extrem nervig ist. So, wir haben 26 Schuss mit dem Ding. Das sind jetzt wirklich Schuss und keine Magazine. Da können wir hier so rausfahren und uns quasi auf den Weg machen. Und ich guck mal, ob das mittlerweile schon reicht, um im Endeffekt mal sowas kaputt zu machen da oben. Auch wenn wir jetzt in der Nacht losfahren, was. Ach ja, ich weiß, dass ich jetzt nicht mehr stecken bleiben kann, wenn ich durch Bäume fahre. Na doch, mal ein bisschen aufgehalten wird man noch. Auf jeden Fall kann man anscheinend nicht mehr so richtig stecken bleiben im Wald, sondern man kann durch Losfahren immer noch die Bäume umfahren. Und ja, auf jeden Fall, was man macht, ist erstmal hier reinfahren, die Dinger kaputt machen, dann auf das Maschinengewehr wechseln, alles wegschießen, einfach abhauen. Und hoffen, dass die Türme den Rest machen, die man zu Hause abgestellt hat. Ja, leider besser ist nicht, aber ich baue normalerweise mal relativ dicht an die Basis dann Lasertürme. Fahre mit dem Panzer rein. So, genau. Und damit ich hier meine Greifer nicht kaputt fahre, habe ich halt genau, wie ich eben gerade da reingefahren bin. Und da habe ich halt Schiss, dass ich meine Greifarme kaputt fahre, weil das relativ leicht passiert. Und so passiert das halt einfach nicht. Und ich werde außerdem gleich repariert hier wieder, wenn ich hier stehe. Und dann ist gut. Das Dumme ist. Uah. Falsch rum. So. Ich würde gerne auch stehen können, ohne dass ich beladen werde. Ja, naja. Das geht gar nicht. Ich müsste den nach vorne eigentlich noch ein Stück bauen. Vielleicht muss ich die mal erweitern. So, auf jeden Fall ist die Basis kaputt. Das war ja eigentlich unser Hauptziel. Ist mir eigentlich egal. Explosive Raketen. Hier, die Geschwindigkeitsmodule werden wir brauchen. Erforscht die mal. Ja, ich denke, damit haben wir eigentlich so das wichtigste Ziel erreicht, damit wir nächstes Mal den Bahnhof endlich bauen können, um ein bisschen mehr Kupfer nachzuschießen und vor allem Kohle, die nämlich ziemlich knapp wird im Moment. Und soweit ich weiß, brauche ich jetzt nur noch an der Nähe langfahren.
Yep, ich brauch sie nicht mehr selber einsammeln. Die werden jetzt automatisch eingesammelt. Und auch mit einem größeren Radius. Also und seit dem letzten Patch schon ist es heute einer rausgekommen. Sorry, dass die letzte Zeit nicht mehr so richtig viel dazu gekommen ist, aufzunehmen. Aber ja, wir haben, keine Ahnung, sehr viel Secret of Mana jetzt so beendet. Und das Ding ist also komplett im Kasten. Das kommt jetzt auf jeden Fall täglich. Und das Ding werde ich wieder versuchen, jetzt dann auch hinzukriegen. Aber jetzt ist immer Wochenende. Das sollte auf jeden Fall mal irgendwie machbar sein. Okay, gut, ich habe keine Ahnung, wie lange ich jetzt aufgenommen habe. Ich hoffe, die Zeit war in Ordnung. Wenn nicht, habe ich Pech gehabt. Ist halt so dann. Bis denn. Ciao, ciao.